Moin, mein Name ist Erik Horster. Ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit den Schwerpunkten Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen die Dynamic Keyword Insertion vorstellen, auch genannt auf Deutsch Keyword Platzhalter. Was ist das? In der Regel haben Sie die Möglichkeit, in Google AdWords Anzeigen zu schalten und diese zu gestalten mit einem Titel, mit einer URL und mit etwas Text dazu. Wenn Sie einen Keyword-Platzhalter verwenden, dann wird genau an der Stelle, wo Sie diesen Keyword-Platzhalter einsetzen, das Wort, was der Suchende eingegeben hat, auch in Ihrer Anzeige ausgespielt. Welchen Vorteil hat das? Sie haben dadurch die Möglichkeit, eben mehr Relevanz für Ihre Anzeige zu schaffen, weil der Suchende dann ja in der Anzeige bereits das sieht, was er selbst gesucht hat. Das Ganze ist innerhalb von Google AdWords sehr leicht zu realisieren. Sie brauchen einfach nur im Anzeigentext eine geschwungene Klammer setzen und dann schreiben Sie Keyword, Doppelpunkt und dann eben ein Standardtext, der eingesetzt werden soll, wenn das Keyword des Suchenden nicht in die Anzeige integriert werden kann. Sie haben dann noch die Möglichkeit zu definieren, soll das Keyword groß oder klein geschrieben werden? Und wenn es mehrere Keywords sind, sollen alle Wörter groß geschrieben werden oder nur einzelne? Über die Dynamic Keyword Insertion erreichen Sie, dass Sie den Text innerhalb der Anzeige fett gedruckt haben, denn alles, was der Suchende oben in der Suchmaske eingibt, wiederholt sich dann in der Anzeige und wird fett gedruckt. Damit erreichen Sie eine höhere Relevanz, was dann zu einer erhöhten Click-Through-Rate führen kann und im Umkehrschluss eben auch zu einem besseren Qualitätsfaktor. Sie können das Ganze relativ einfach auch testen, indem Sie einfach zu einer Anzeige oder zu einer Anzeigengruppe eine weitere Anzeige definieren und diese Anzeige dann eben mit einer Dynamic Keyword Insertion hinterlegen. Und dann können Sie testen, funktioniert Anzeige A ohne die Dynamic Keyword Insertion besser oder diejenige mit der Dynamic Keyword Insertion? Und über den Zeitverlauf sehen Sie dann eben, bei welcher Anzeige ist die Click-Through-Rate höher und hat die Integration des Keyword-Platzhalters denn auch funktioniert?